ganz, ganz großes Tennis. Ein großer Sport hier. Ganz große Anerkennung von mir für die wackere Besatzung, für den Kapitän und seine Männer und seine Kanoniere und auch die Smoothies an Bord dieses Schiffes. Eine Breitseite von uns in der Mitte. Kaum noch Lebenspunkte, kaum noch Trefferpunkte. Eingekesselt von feindlichen Unterseebooten und trotzdem halten unsere Leute stand. Heldenmut. Das ist echter Heldenmut. Der scheint uns Polystralia eventuell auszuzeichnen. Eigentlich, behaupte ich mal, von Beginn an, von der ersten Runde hier, dieses Let's Plays mit Rising Tide, denn wir nehmen es nicht nur mit der ganzen Welt hier auf, sondern auch, das habe ich ja lange nicht mehr gesagt, mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Okay, die sollten wir doch retten können, oder? Die Breitseite. Das müssen wir auch. Die ziehe ich in die Stadt rein. Wir kommen nicht raus. Wir werden sie nicht retten können, weil die feindlichen Kontrollzonen es unmöglich machen, dass sich unsere Leute in Sicherheit bringen können. Ganz, ganz furchtbar. Was für ein Drama. Was für ein Drama. Das ist echt heftig. Wie können wir ihnen helfen? Hier haben wir einen Zerstörer, eine Fernkampfeinheit. Die kann hier ein bisschen Power geben. Das Unterseeboot können wir von hier aus angreifen. Hat uns sicher geholfen, dass wir hier einen Tacknetzknoten im Orbit haben, der uns Kampfstärke gibt hier. Aber das alleine reicht nicht aus. Hier im Westen, da haben wir noch eine Nadeldüse. Wo ist sie? Hier in Freeland. Wie weit kann die eigentlich fliegen und angreifen? Nur bis hier. Nur bis hier. Das hilft uns nicht wirklich. Da machen wir lieber Wechselmodus und rücken nochmal was weiter in den Osten. Hier, nach Mia Mortafia rein. Von da aus müssen wir doch, die doch gut beschießen können. Aber leider erst nach dem Rundenwechsel. Eine Breitseite, ein Unterseeboot steht uns jetzt für den Kampf zur Verfügung. Hier war eben noch ein feindliches Schiff. Wo ist das hin? Ich weiß es nicht. Das ist mir jetzt auch völlig egal. Wir brauchen alle Schiffchen im Osten. Oder? Ist hier irgendwo noch etwas? Habe ich eben nicht genau aufgepasst. Da waren ja noch ein, zwei feindliche Schiffe, die wurden von diesem U-Boot, das anscheinend vielleicht den Schotten gehört, keine Ahnung, beschossen. Ich habe mal die Breitseite jetzt herumirren lassen mit dem Zerstörer hier, ganz, ganz fix Richtung Osten. Dann haben wir hier noch einen Bestatter, noch ein U-Boot. Go, go, go! Der Kolonist hier, ich traue mich nicht, hier alleine hinzuziehen. Aber der könnte ja vielleicht... Oh, der kann noch eins ziehen. Entschuldigt. Und mit dem Zerstörer hier, wenn ich aufpassen, wird er auch noch vernichtet. Alles aus dem Osten in den Westen holen, was nicht Niet und Nagel... Hier unten! Noch ein Packheuler. Das sind so Nadelstichangriffe. Flotte zusammenhalten. Hier die Hauptflotte vernichten. Alles rüberbringen. Nach Zhengzhang vielleicht einen einzelnen Bestatter reinfahren lassen. Geht nicht, weil es eine... Achso, weil da eine Breitseite drin ist und ausheilt. Deshalb. Das sollen die auch weitermachen. Rüber. Go! Einer bleibt hier. Und bewacht
Shengsang, ganz ohne Fernkampfschiff, wäre das eine sehr unsichere Angelegenheit. Und hier geht es Richtung Westen. Einer vor. Ah, das ist ja interessant. Ein zweiter vor. Zwei feindliche Schiffe mit wenig Trefferpunkten. Ein Heuler und noch einer. Schießen wir erstmal den im Westen ab. Schnappen wir uns den nächsten. Der wird mit einem... Das wird nicht möglich sein. Haben wir noch einen Zerstörer hier in Reichweite? Die Bestatter sind zu langsam. Der schafft das. Der schafft das. Hierhin. Eins, zwei. Drei. Vier. Feuer. Prima. Sehr schön. Mit dem Sentinel, der mittlerweile wieder halbwegs fit ist, gehe ich mal rüber zu diesem Kolonisten. Handelskonvoi in LG Blooms. Voriger Handelsweg wieder aufnehmen. Miamortafia kann einen weiteren Handelsweg betreiben. Gleich drei. Der Widerstand hier hat geendet. Keine Produktion hier. Wollen wir gleich ein paar Handelskonvois hier bauen. Oder wollen wir die Stadt bewegen? Die lassen wir erstmal da, wo sie ist. Ein Handelskonvoi. Was brauchen wir hier an Gebäuden? Preiswerte Gebäude, Wasserraffinerie natürlich, ganz klar, ganz wichtig. Für eine Meeresstadt. Pharmalabor, wir haben massive Gesundheitsprobleme. Klinik ist ein noch billigeres Gebäude. Bringt auch Gesundheit. Ich mache mal die Gesundheitsgebäude nach oben. Und zum Schutz der Stadt zeigt unsichtbare Einheit. Na, der Krieg ist schon längst vorbei, wenn die hier diese Gebäude gebaut haben. Das soll erstmal genügen. Wo können wir noch weitere Handelskonvois errichten? Auch im Kriegsfall, das bringt einfach nicht nur Schiffe raushauen, diese Handelskonvois bringen echt was. Also das merken wir uns, dass wir einfach noch zwei Handelskonvois demnächst hier produzieren können. Drei und die nach Miamortafia rüberschicken können. Bautorup in Beautiful Bugs. Hier ist ein Phyraxit-Vorkommen. Hier können wir eine Phyraxit-Mine errichten. So, der Zerstörer kann jetzt hier den Kampf aufnehmen. Ich klicke mal alle Einheiten durch, die wir noch haben. Handelskonvoi in LG Blooms. Handelsweg zur Handelsstation wieder aufnehmen. Das war's, ne? Wir haben nur noch diese beiden hier. Also die Breitseite hier, die kann vielleicht noch... Die kommt eh nicht durch. Kann vielleicht einen Feind noch anschlagen, das war's auch. Mehr ist nicht drin. Dieser Angriff ist nicht ratsam. Was soll ich machen? Ah,
jetzt kann ich den hier nicht mehr angreifen, weil er nicht mehr sichtbar ist. Ich hätte das in umgekehrter Reihenfolge machen sollen. Dumm gelaufen. Ich ziehe zurück. Nein. Und lande. Oh, zwei U-Boote direkt vor der eigenen Nase. Puh. Bautrupp bei Ranji. Das ist die Stadt. Die wir noch in Never Give Up umbenennen werden. Oder in Man lernt niemals aus seinen Fehlern. Ein Außenposten nördlich von Yutama's Hope auf unseligem Grund. Die Veteranen unter den Zuschauern von euch, die werden das verstehen, warum ich das sage. So, hier ist Titan angeschlossen. Hier können wir einen Schwebstein-Vorkommen anschließen. Und zwar, ja, das machen wir doch glatt. Bautrupp. Ein weiterer Außenposten. 9 Schwebsteine, die wir anschließen können. Eine Runde weiter. Was passiert bei Art? Was passiert bei Ashwat Adida? Jetzt splittet der Feind sich doch auf. 3 Schiffe nach Westen, 2 nach Norden, der Rest, ich weiß es nicht. Die haben genauso viele Unterseeboote wie wir auch. Und wir sind jetzt oft durcheinander, wissen nicht, wo sich die Feindschiffe befinden. Und wir können uns jetzt auch vorstellen, mit einem kleinen bisschen Fantasie, wie es dem Feind angeht, wenn der unsere Unterseeboote nicht entdecken kann. Wie süß, wie putzig. Süße kleine Käferchen, Skarabäen. Mach sie tot. Ich habe ihn natürlich nicht aus Mordlust getötet. Das ist quasi die Alternative zu den Insektensammlern des 19. Jahrhunderts auf der Erde. Die wurden quasi durch Raketenbeschuss aufgespießt und landen gleich hinter einem, in einer Glasvitrine, hinter einer Glaswand und hinter einem Rahmen. Zu Studienzwecken haben wir die erbeutet. 200 Wissenschaft erhalten wir, weil wir, eine Quest abgeschlossen haben, die ich schon längst vergessen hatte. Und er schreit zum Himmel hier, der Makara. Wahrscheinlich aus lauter Mitgefühl und Trauer über den Tod, der jenseits dieser Gebirgskette stattfand. Noch eine Questentscheidung, 2 verschiedene Camps, die wir anschließen könnten. Nahrung ist wichtiger. Station Omoikane. Mal gucken, wo die landen wird. Diese Handelsstation hätte ich lieber hier. Direkt vor der eigenen Haustür. Das ist aber gut. Sehr interessant. Viel Produktion, die wir wählen können in Beautiful Bugs. Ja, liegt natürlich hier direkt in der Nähe von unseren vielen, vielen Kriegsschauplätzen. Nichtsdestotrotz. Ein Handelskonvoi. Tan. Wasserraffinerie beendet. ...38 Produktion ist eine Menge. Statt bewegen? Nein, Handelskonvoi. Tiny Town, Breitseite beendet, Handelskonvoi. Dann haben wir doch Handelskonvois in rauen Mengen. Das sollte doch hier alles abdecken können, was es gibt. Vielleicht haben wir sogar noch einen dann in der Hinterhand. Jeongsang, in der ehemaligen Hauptstadt der Koreaner, ist unserer Breitseite fast ausgeheilt. Unser Bestatter kann einen Fernangriff durchführen. Na, das können wir auch in der nächsten Runde machen. Ach Quatsch, komm.
ein Erkunder Richtung Südosten, Aufdecken des fremden Kontinents. Handelskonvoi in Tiny Town. Vorigen Handelsweg wieder aufnehmen nach Tarn. In den Süden. Alternativen wären diese Handelsstation hier neu. Die mal anschließen. Bautrop hat hier eine Mine errichtet und sollte, glaube ich, erstmal ausheilen. Hier im Osten flitzt der Zerstörer. Also erstmal der Bestatter hier. Den lassen wir in Tarn ausheilen, bevor wir den weiter wieder in den Kampf schicken. Bestatter, die Richtung Osten ziehen. Go, go, go. Eine Breitseite, die nach Osten zieht. Go, go, go. Ein Zerstörer, der nach Osten zieht. Und hier können wir jetzt den Feind beschießen, sollten vielleicht in der Nähe dieses Tacknetzknoten bleiben, weil der uns doch deutlich Kampfboni hier gibt. Mehr Heilung, mehr Treffer, mehr Fernkampfstärke und so weiter. Mal schauen, ob wir nicht von hier aus das eine oder andere Schiffchen zerstören können. Lauter Tritons. Hier ist ein Pack Laura. Art. Der wurde nicht angegriffen, der Zerstörer. Sehr interessant. Dann ziehen wir den mal rein in die Stadt. Schießen von hier aus diesen Triton. Und hier im Osten können wir zum Gegenangriff vorgehen. Mit Faa, die Stadt von Arshekishk, gewinnt neu allmählich an Trefferpunkten. Wir können wieder hochziehen und ein bisschen auf die Jagd gehen. Ziehen wir am besten mit unserem Bestatter hoch. Der deckt ja ferne fremde Einheiten am besten auf. Und prompt haben wir ein paar Klauerer aufgedeckt. Mit dem Zerstörer hierhin. Hier hin. Noch einer. So, so. Und den Bestatter. Einfach Richtung Norden. Wir kommen im Wind nicht schnell genug. Aber wir geben uns Mühe, schnellstmöglich zum Ort des Geschehens zu kommen. Eine neue Breitseite, neu gebaut in Tiny Town. Handelskonvoi Yotama's Hope. Handelsweg wieder aufnehmen mit dieser Handelsstation. Ein Zerstörer in LG Blooms. Ich setze mal drauf, dass die Schotten uns jetzt wirklich vorerst nichts tun werden. Der schnellste Weg Richtung Osten geht wohl hier rüber.
Der Sentinel hier. Oh, 24. Der Raubkäfer hat 16. Das hier ist Miasma. Die Breitseite werde ich... ich sollte ihn vielleicht doch bewachen hier. Ja, ein bisschen blöd. Muss auf Miasma ziehen. Kommt sonst nicht anders durch. Der Kolonist setzt sich mal eine Runde aus. Die Breitseite eine Runde ausgesetzt. Nadeldüse kann jetzt endlich in den Kampf eingreifen. Der erste Flugangriff hier. Sehr schön. Könnte sogar die Stadt hier bombardieren. Aber die würde sich wehren. Die Schiffe auch, aber nicht so stark. Den kriegen wir hier gekillt, mit ein bisschen Glück. Schwebsteinvorkommen anschließen. Und hier ebenfalls. Intrigestufe in LG Blooms ist zurückgegangen. Das ist wohl, weil dort mittlerweile unser Geheimagent angekommen ist. Und ja, der Kampf gegen die chinesische Flotte geht in die nächste Runde in der nächsten Folge. Mittlerweile haben wir hier sehr, sehr viele Schiffe konzentriert. Ich bin ein bisschen besserer Dinge, ein bisschen optimistischer als noch vor zwei Folgen. Ihr auch, oder? Bis dann, tschüss.